Willkommen zu einem Wunschvideo, was ich manchmal erfülle, wenn ich zeitlich es schaffe. Und heute habe ich noch frei, deswegen habe ich gedacht, das ist ein guter Zeitpunkt, euch mal meine Schmucksammlung nahezubringen. Ich weiß nicht, ob ich es schaffe, alles zu zeigen, aber meine Highlight-Produkte zeige ich euch. Ich erzähle euch dazu, je nachdem, was ich habe. Ich habe zu letztes Jahr im Winter drei Adventskalender euch gezeigt. Und zwar war das der Pure Lay, der Eiquasch und der Heidemann Schmuck-Adventskalender. Habt ihr spezielle Wünsche? Kennt ihr eine Schmuckmarke, die ich bisher noch nicht gezeigt habe? Dann packt es gerne in die Kommentare und ich gucke mal, wann was kommt und ob es mir zusagt, den Schmuck, den die anbieten. Und wir fangen einfach mal hiermit an. Das ist der Adventskalender von letztem Jahr. Und das hier neben ist noch mehr Schmuck. Also in 1,5 Jahren, das ist tatsächlich nur Schmuckstücke aus 1,5 Jahren Käufe. Aber ich bin so verrückt nach dem Laden, weil ich als Allergiker kann eben keine Schmuckstücke, ich sag mal, von Kiko und Co. kaufen. Ich brauche immer so, dass das eben nicht anschlägt und das hast du bei Goldschmucken nicht. Und bei Pure Lay, Eiquasch und Co. ist es so, dass die so, das ist Edelstahlschmuck, der dann vergoldet oder mit Roségold vergoldet ist. Und dann habt ihr eben nicht, dass da was dran passiert. Ihr könnt damit schwimmen, ihr könnt da sogar ins Meer, was eigentlich kein Schmuckstück kann, ins Meer gehen und so weiter. Und von daher hype ich diese Marken und ich würde sagen, genug geschwatzt, direkt mal los damit. Adventskalender Pure Lay, aber gemischt mit einem Adventskalender, weil ich den zum Aufbewahren total niedlich fand. Und wir starten direkt mal mit einer Kette, die ich aus dem Adventskalender letztes Jahr vom Pure Lay behalten habe. Das ist diese hier. Die waren eine einfache, schlichte mit so mehreren Ringen. Ich habe die gesehen und habe gedacht, das ist so genau meins und habe die damals behalten. Passend dazu gab es dann auch noch so ein Armband und ich glaube auch Ohrringe. Aber alles aus dieser Kollektion habe ich tatsächlich behalten. Ich fand die so süß, so sweet. Richtig, richtig toll. Das nächste, ich meine auch aus dem Adventskalender. Das ist dann hier mit so Kristallen, also so Strasssteinchen, sage ich mal. Auch total niedlich. Für meine Verhältnisse hätten die Strasssteinchen ein bisschen deutlicher sein können, dass man die doch ein bisschen eher sieht. Aber ich fand das so süß und ich stehe total auf den Schmuck und deswegen habe ich das auch behalten. Nicht alles habe ich behalten, muss ich ehrlicherweise zugeben, weil viele Sachen sind Geschmackssache. Etwas, was ich total süß finde, war das Wort Aloha auf einer Kette. Und das ist eben so richtig hawaiianisch und Pure Lay steht für hawaiianischen Schmuck. Und ich mag auch, ich will eigentlich mal nach Hawaii fahren, sagen wir es einfach mal so. Und deswegen fand ich das ganz süß und ich glaube, dass ich die auch niemals abgeben werde. Gut, das nächste Schmuckstück, was wir hier haben. Ah, das ist eine doppelte Kette. Okay, manche Sachen weiß ich nicht, woher ich sie habe, weil ich einfach in so viele Videos gemacht habe, so viele Sachen euch gezeigt habe. Und zwar reden wir hier aber von dem Kette von Eiquasch. Das fand ich so süß, so sweet, weil das ist so eine doppelte Kette mit so kleinen Kugelelementen. Richtig, richtig toll. Und dann eben mit hier so einem weißen Zirkonia-Steinchen oder Glitzersteinchen. Ich bin mir da gar nicht so sicher. Die können wir direkt auch mal anziehen. Die ist echt hübsch. Und dazu gab es dann auch noch passend das Armband. Das habe ich auch behalten. Muss ich ganz ehrlich sagen, finde ich richtig, richtig nice. So, was haben wir dann noch? Einmal hier vorne noch die Sandkette, die müsstet ihr kennen aus meinen letzten Videos. Die hatte ich im Surprise Bag von Pure Lay. Fand ich eigentlich ganz sweet, ganz niedlich. Auch wieder mit so Kügelchen-Elementen an der Kette. Aber insgesamt auch diese Sandketten, die sind so unglaublich beliebt. Also es gibt eine Facebook-Gruppe, die nennt sich Pure Lay Verkauf und irgendetwas. Total beliebt. Also wirklich, es gibt da ganz viele Mitglieder und da kannst du dann auch sehen, was die Leute alles so bestellen. Und ich hole mir wie nennt man das so? Ich lasse mich immer so ein bisschen spoilern, was kommt neu im Mahina Club, was ist da, was passiert da. Und deswegen freue ich mich mega drüber. Etwas, was ich im letzten Video von Eyequash im Adventskalender nicht gezeigt bekommen habe, weil einfach das echt schwierig ist einzufangen, war dieses Element
diese wunderschönen Strasssteinchen, aber dann in verschiedenen Farben und Elementen, fand ich so unglaublich süß. Und davon müsste ich aber noch was anderes haben aus dem Adventskalender. Wie gesagt, sowas, da habe ich Spaß dran, wenn es kreativ ist, wenn es bunt ist, wenn es anders ist. Etwas, wo ich immer an meine Vergangenheit erinnert werde, ist einfach hier diese Pure-Lay-Kette mit diesem Surfboard-Anhänger. Fand ich so niedlich, war mal im Marina-Club. Und ich habe es geliebt, weil ich selber habe tatsächlich einen Surfschein. Glaubt man nicht. Aber ich bin früher eben in Dänemark sehr gerne, habe ich einen Surfschein gemacht. Das hat die ganze Familie bei uns gemacht. Wir haben das Wasser geliebt, auch das Meer und so. Heute ist mir das tatsächlich immer ein Ticken zu kalt. Ne? Vielleicht müssen wir, wenn euch das Video gefällt und wenn ich darauf Resonanz mache, kann ich auch versuchen, einen zweiten Teil hiervon herzustellen. Ne? Aber es ist eben auch sehr aufwendig, sowas hier. So eine gedrehte Kette hatten wir hier einmal. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, woher ich die habe. Ich schätze auf einen Adventskalender, aber ich bin mir da nicht so sicher von der Firma Pure Relay. Ja. Ihr merkt das, es ist fast alles nur Pure Relay und ich liebe es. Eine gedrehte Kette und das ist einfach so eine Basic-Kette, die könntest du zu fast allem kombinieren. Auch mit zwei, drei mehreren Ketten finde ich eigentlich ganz niedlich. So, was haben wir denn hier? Tatsächlich fand ich die Kette hiervon zu grob, aber das Armband fand ich schon wieder total niedlich und das ist wie mit so einem kleinen Karabinerhaken, fand ich total sweet, ist von Eyequash, glaube ich, oder? Nee, Pure Relay, auch Pure Relay, okay, ich habe sehr viel von Pure Relay behalten damals. Ich muss auch sagen, ich freue mich mega auf den neuen Adventskalender von Pure Relay, weil es ist tatsächlich so, da gibt es jetzt 24 Schmuckstücke, was ja bisher nie war. Es war immer mit so zusätzlichen Sachen, also so Füllmaterial. Die machen diesmal 24 Schmuckstücke. Das heißt, ihr zahlt pro Schmuckstück nur 6 Euro irgendetwas. Schnäppchen. Gut, hier haben wir einmal die ganzen Ohrringe und so. Das finde ich echt süß. Ihr seht das auch hier. Habe ich zum Beispiel von Heidemann den Schmuck behalten, also die Ohrringe besonders, weil ihr wisst, dass die Ringe fand ich jetzt nicht so toll. Aber ich habe festgestellt für mich, dass die Farbe von dem Heidemann-Schmuck ein bisschen anders ist als der von dem Eyequash. Ich weiß nicht, ob es hier eingefangen wird, aber die ist ein bisschen heller bei Heidemann. Finde ich ein bisschen schade, wenn dann sollten sie alle gleich arbeiten. Gut, hier haben wir auch nochmal die Ohrringe, die ich eben erzählt habe zu diesen Ketten, zu dieser Kette, die ich euch gezeigt habe aus dem Adventskalender. Die könnt ihr eben mit einem kombinieren. Da könnt ihr diesen großen rausmachen und was anderes dran machen. Deswegen habe ich es behalten, weil es kreativ ist. Genauso wie auch zum Beispiel diese Ohrringe aus dieser Set. Also Sets habe ich meistens so behalten, wie sie waren, mit diesem bunten Steinchen, sage ich immer. Und ich habe echt einen drüber gekriegt beim Video, dass ich einfach so die Sachen nicht richtig benenne. Und ich denke mir so, Leute, ich bin nur Privatperson. Ich freue mich über die Produkte und fertig ist. Ne? Also ich muss nicht alles genau benennen können. Aber wobei, eine Kette habe ich mit Mondstein. Das weiß ich inzwischen auch. So. Was haben wir hier? Ach ja, die passenden Ohrringe zu der Kette mit diesen Strasssteinchen, genau, Strasssteinchen war das richtige Wort. Also ich kenne die Worte auch, ne? Ja, und was ich ja total süß aus der Happy Birthday Edition von Pure Relay, ich zeige jetzt immer nur einen, weil ich habe das ja alles, ich fand hier diese Muschel mit diesem Strassstein total süß, total sweet, mag ich mega. Das sind jetzt so, genauso wie ich hier noch so Anhänger habe mit Power Woman zum Beispiel oder hier einfach sowas hier. Sowas habe ich alles behalten. Also die Kleinigkeiten fand ich eigentlich ganz süß in den Adventskalendern. Und dann starten wir schon mit der nächsten Box. Und da gibt es einer meiner Lieblingsschmuckstücke drinnen. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ich glaube, sie heißt Bellissima.
Kette, ich bin mir aber nicht sicher, aber eine der schönsten Puvelay-Ketten, die ich überhaupt habe. Da habe ich auch die passenden Ohrringe zu. Seht ihr das mit den Strasssteinen und mit diesem blauen Stein da? Mega, mega, mega schön. Ich glaube, die ist inzwischen ausverkauft, aber ich habe sie mir damals gekauft und ich fand sie wirklich hochpreisig. Ich glaube, 30 € habe ich dafür bezahlt. Ja, für Modeschmuck. Das weiß ich auch. Aber ich fand das so, so hübsch. Und ich habe eben jetzt auch so eine schöne große Auswahl. Etwas, was nicht so gemocht wurde von der Firma Heidemann, was ich trotzdem schön finde, weil ich einfach jetzt nicht der katholische Mob bin, aber trotzdem, wenn du in die Kirche gehst, kannst du das sehr gut tragen, ist einmal hier dieses kirchliche Anhängerpaar mit so einem Kreuz und Maria, glaube ich, ist da drauf. Ich halte es mal euch da rein. Fand ich eigentlich ganz niedlich und brauchbar. Und wenn ich tatsächlich dann zur Kirche gehe, einmal im Jahr zu Weihnachten, ist einfach Tradition, finde ich das ganz süß. Eine gedrehte Kette in Gold habe ich auch. Das seht ihr hier vorne zum Beispiel. Auch total süß. Ich gucke mal kurz, was wir hier noch drin haben. Alternativ auch diese Kette hier mit groben Gliedern. Ihr merkt schon, ich habe richtig viel. Es tut mir sehr leid, wenn das hier alles dauert. Auch die Kette dazu habe ich aus der Birthday Edition behalten. Ich lege es mal hier so drauf. Das ist wirklich so eine Muschel und die hat dann innen drin so Strasssteine. Und dieses Jahr haben sie keine Birthday Edition rausgebracht, Pure Relay. Fand ich ganz schade. Ich glaube, die hätte ich mir auch direkt gekauft. Eine Kette, die ich finde, die man schon fast haben muss, wenn man Mutter ist, ist eine Mama-Kette. So niedlich, so sweet. Und ich ziehe mir sie immer falsch rum an. Und dann sagt immer Leo zu mir, das kann man nicht lesen. Du musst das richtig rumtragen. Fand ich auch total süß. Auch nochmal das passende Armband dazu habe ich hier vorne. Auch wieder mit diesen Gliedern, aber nicht zu grob. Ich mag es eben nicht extrem grob, mag aber diese Gestaltung. Und ihr könnt da wunderbar an sowas hier wie diese Kette oder das Armband Charms dran machen. Da könnt ihr das echt schön mit kombinieren. Gut, was haben wir jetzt hier noch liegen? Das hängt da auch dran. Das ist von Barcelona, vom Hard Rock Café, wo wir waren. Aber das nur mal nebenbei. Was ich sehr gefeiert habe und wo ich bis heute froh drüber bin, dass ich mir das gekauft habe, ist hier ein Lotus-Ketten-Anhänger-Armband, nicht Anhänger-Armband, und zwar von Pure Relay vor kurzem erst gekauft. Einer der schönsten Sachen, die ich habe, wie ich finde. Mag ich wirklich sehr, sehr gerne. Ich weiß immer nicht, ob man das genauso sieht in den Videos. Seht ihr etwas nicht? Dann sagt mir bei Instagram Bescheid und ich kann euch auch Bilder dazu hochladen, auch wenn es getragen ist und so. Aber bis ich hier in dem Video alles getragen anhätte, wäre das ein bisschen zu aufwendig. Auch einer meiner Highlight-Schmuckstücke, also wirklich die, wo ich sage, so, das ist schon extrem geil, ist hier dieses Armband. Schaut euch bitte das mal an. Wie süß ist das? Das ist dieses Perli-Armband. Das ist, glaube ich, auch ausverkauft inzwischen. War auch nicht billig, aber ich mag diese Kombination und dieses, das ist so schön hochwertig, absolut mega. Auch ein Highlight in doppelter Form, was ich euch auch im Video erzählt hatte, war dieses hier. Das ist einmal ein Feelgood-Armband und einmal ein Love-Armband. Die könnt ihr wunderbar zusammentragen. Die sehen so, 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 so knuffig aus. Und dann vielleicht noch mit was Gröberem kombinieren. Absolut hübsch und total toll. So, jetzt gucke ich mal kurz, was wir hier noch haben. Das ist das Endless-Armband von Sita Mask Kollektion. Ihr merkt das, wir kriegen gleich schon fast das ganze Video durch. Also ich glaube, so viel ist gleich nicht mehr dabei. Das kriege ich jetzt nicht auseinander. Was ich mega, mega schön fand, das gab es in dem Pinkbox Adventskalender, war dieses hier. Das war auch mit einem passenden Armband dazu aus dem Mahina Club. Gab es aber über die Pinkbox dann als Adventskalendertürchen, fand ich so süß. Habe ich auch noch dieses Armbändchen dazu. Auch aus der Endless-Kollektion und ich mag einfach Perlen. Ich habe jetzt nicht so viele Perlenketten von denen, war diese hier. Eine richtig, richtig hübsche Kette. Und eben von der Optik und alles, das gefällt mir so gut. Und ich kriege da eben keinen Ausschlag. Wobei ich im Moment am Hals tatsächlich Ausschlag habe. Warum? Ich glaube, es ist entweder eine Allergie, eine Krankheit oder sonst was. Immer wenn es mir nicht so gut geht, dann kriege ich das. So,
Da seht ihr es einmal, ne? Das ist jetzt hier dieses. Oh nein, habe ich falsch zugemacht. Okay, was haben wir hier noch? Oh, das wird vielleicht viele interessieren. Das war aus dem Adventskalender von Eikwasch, glaube ich. Auch wieder hier mit so ganz, ganz groben und dann so eine feinmaschige Gliederung. Extrem cool. Ich mochte damals, letztes Jahr von den Bildern her, Eikwasch deutlich lieber. Und dann habe ich aber tatsächlich die meisten Sachen habe ich aus dem Purelay Adventskalender behalten. Sieht dann so aus, ihr seht das von der Länge extrem lang, sehr schön. Und wenn ihr sowas dann sucht, dann müsst ihr einfach bei eBay Kleinanzeigen mal reinschauen, was es da gibt. Der Preis des Adventskalenders von Eikwasch ist 149, meine ich, Heidemann 149 und Purelay 159. Aber wie gesagt, Purelay zieht mit 24 Schmuckstücke nach. Die hier habe ich tatsächlich woanders gekauft. Ich sage jetzt nicht wo, aber es ist passend zu der Purelay, zum Purelay Armband. Und es war sehr, sehr günstig und mit den gleichen Pärchen und so. Mega, mega sweet. So, was haben wir hier noch? Azelot? Diese Kette? Ich hoffe, ich habe es richtig ausgedrückt. Aber das mag ich auch. Diese Struktur, als wäre es so eine Fischgräte. Und das ist jetzt nicht negativ gemeint. Ich mein, mag einfach dieses ein bisschen breitere, ein bisschen gröbere Kettensystem. Und ich mag, dass es einfach mal was anderes ist. Weil man merkt einfach, dass man irgendwann an einem Punkt ist, wo man viele schon hat und dann eher nach außergewöhnlichen Schmuckstückchen sucht. Gut, ich gucke mal, was ich hier noch habe. Was ich euch noch zeigen kann, aber da ist nicht mehr viel übrig, ne? Etwas, was ich total mega schön ist, ist natürlich hier Emily in Paris, die Kette, weil ich einfach dieses Layout von dieser Kette extrem niedlich fand. Wir müssen ein bisschen auf die Zeit achten, weil das so mit drei verschiedenen Anhängern waren. Und ich bin ja ein Paris-Typ. Ich liebe Paris schon seit ich 20 das erste Mal da war, bin ich ein absoluter Fan. Und dann auch noch mit diesen rosa Perlen statt weiße Perlen. Ich trage sie wohl immer mit einer Verlängerung, weil sie sonst mir zu eng ist. Aber richtig, richtig toll. Gut, was haben wir hier noch? Das ist eine Eyequash Adventskalender-Kette. Und ich weiß nicht, welche ich mir holen soll. Gib mir einen Tipp, welche Adventskalender ich für dieses Jahr holen soll, was ihr gerne sehen wollt. Schreibt es mir einfach rein. Und was ich total feiere und was wirklich auch einer meiner Top-Ketten ist, ist diese hier. Ihr wisst das, ich habe das gesagt, die ist eigentlich schon echt extrem anders als alles andere, was ich habe. Hier haben wir auch wieder hier diesen Anhänger mit der Lotusblüte, den Steinchen, die Hand da drauf, das Auge, die Kristallperlen da, was weiß ich, was das alles ist. Und trotzdem, sie gehört wirklich auch im Urlaub, wie ich in Spanien war, zu meinen absoluten Topsellern, weil ich die so extrem hübsch finde. Also wirklich, tippitoppi. Tippitoppi. Okay, was haben wir noch? Wir haben noch ein klein bisschen Zeit zu erzählen. Etwas, was ich auch total schön finde und super auch zum Kombinieren, sind diese beiden Ketten hier. Das hatte ich auch eben in dieser Purelay-Gruppe gesehen. Die hier mit der hier, weil die einfach farbgleich sind mit diesem weißen Perlchen und den rosa. Ich habe aber gehört, dass diese einzelnen Perlchen hier diese Perlenfarbe ausbleichen kann während der Sommer. Also wenn ihr das im Sommer irgendwo draußen tragt, kann es schon sein, dass sich das farblich verändert. Was auch im Mahina Club war und was ich auch total süß fand, ist dieser Charms-Anhänger. Der ist eben hier mit mehreren auch Pärchen. Und viele mögen das nicht, wenn die Pärchen nicht perfekt sind, wie hier vorne zum Beispiel, wenn das so ein bisschen anders geformt ist als eine normale Perle. Mir macht das nichts aus. Ich finde das nicht schlimm. Und das war dann eben hier mit so einem Anhänger. Ich habe dann auch Anhänger dazu noch gekauft mit einem Y und so. Fand ich einfach mega, mega cool. Gut. Was haben wir hier noch? Guck mal, aber ihr habt tatsächlich jetzt, wir kriegen das in einem Video unter, das hätte ich nicht gedacht, einer, der im Eyequash-Abo war, ist diese Kette, die aussieht, als wäre da ein echter Ring dran. Ich fand das so süß, weil ich trage eben keinen Ehering. Ihr seht das in all meinen Videos, ich trage keinen Ehering. Und das ist für mich so ein Gefühl, als ob ich dann den Ehering trage, wenn ich dann die hier anhabe, weil ich immer so denke, das ist schon echt niedlich und passt. Ich habe damals meinen Ehering weggemacht. Musste ich erstmal meinem Mann gestehen. Ei, 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 das war ein Desaster. Aber was soll ich sagen, ne?
Dann hier einfach nochmal so eine doppelte Kette ist das. Die ist auch toll, ne? Die ist auch toll. Die war in dieser Surprise Bag für 10 €. Habe ich so gefeiert, weil sowas hatte ich noch nicht. Mit so einer doppelten Kette und dann hier diesem Strang dran. Mega. Gut, ich glaube, das war es jetzt gleich, was ich euch zeigen wollte. Es kann sein, dass jetzt in diesem Video nicht alle Sachen drin sind, die ich tatsächlich habe. Es ist einfach so ein Zeigen von Produkten, was ich selber auch richtig toll finde. Auch hier, das war ein Eyequash-Anhänger mit diesen Engelsflügeln und diesem Strasssteinchen drin. Wie geil ist das denn bitte? Boah, ich sag ja, ich feiere diesen Schmuck, ich feiere diesen Schmuck, ich finde das so toll und ich kann eigentlich nicht anders, ne? Es wäre dumm von mir zu sagen, ja, nee, ne? Eyequash oder so, da kann ich überhaupt nichts mit anfangen oder Puberty. Was ich noch sehr schön fand aus dem Mahina Club war dieses hier mit dem Kealoa und dem Herzchen, was dann auch noch so schön glitzert, fand ich richtig, richtig süß. Und ihr merkt, dass es gibt so viel Schmuck. Hier, das ist eine Kette, die hatte ich im Mahina Club und da habe ich diese Tage noch gelesen, dass jemand mir schrieb, das ist keine Möwe. Okay, Leute, das hier ist keine Möwe. Auch wenn das aussieht wie eine Möwe, ist das keine Möwe. Dann habe ich drunter geschrieben, jo, ist mir ehrlich gesagt egal. Ist egal. Hier, das Ding braucht einen Namen. Also, ich habe mich falsch ausgedrückt. Wenn jemand sich an dieses Video mit diesem Schmuckstück dran erinnern kann, ich gebe zu, es ist keine Möwe. Und das war's von mir. Oh, was auch immer das jetzt ist. Ich halte mich raus. Okay, ich sage Dankeschön fürs Zuschauen, wünsche euch einen wunderschönen Tag noch. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.